Jo, servus ihr lieben Leute von heute. Ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kingdom Come Deliverance. Oh. So, ich bin da. Und zwar, wo bin ich? In Thalenberg. Was muss ich eigentlich machen, Leute? Genau, ich muss ja zum Ding gehen, wartet mal ganz kurz. So, wohin? Leute, wohin muss ich? Schau, da unten haben wir auch noch eine Queste, Leute. So, da haben wir nämlich auch noch eine Queste, Aktivitätengeber. Jo, dann schauen wir mal, wir müssen nämlich... Ah, darüber. Da, schau da mal. Wir müssen daher. Befrage die Köhler nahe Thalenberg. Ich würde mal vorschlagen, wir reiten einmal dorthin, oder? Oder? Was sagt ihr? Ich hole mein Pferdchen. Servus, ich bin draußen. Wer noch? Mein Pferd. Servus, die kommt hier. Das Pferd kommt immer hinter mir. So. Geht schon. Los geht's, ihr Lieben. Es geht endlich weiter. Jetzt war ja einige Tage eine Pause, weil ich ja quasi... in Urlaub war, Wochenendurlaub zumindest nur. Ja, von Freitag bis Sonntag war ich nicht da. Ich muss einmal schauen, wo ich da jetzt hin muss. Weil irgendwie weiß ich nicht, ob ich jetzt da runter und dann links muss. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht genau. So, denn ihr Lieben. Leute, wir müssen nämlich diesen Rotschopf finden. Und ja, was dieser Rotschopf zu tun hat mit den Banditen, beziehungsweise mit den, ich kann es nur so sagen, mit den Schlechtern von Neuhof. Da habe ich keine Ahnung, Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich wieder mal durch über Stock und über Stein muss, durch den Wald irgendwo. Ja, das muss ich. Viele Leute. Das müsste jetzt, ich weiß nicht, Folge 44 sein. Ich kann mich auch irren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh mein Gott. Da wird sicher irgendwo, werde ich wahrscheinlich sicher wieder aufgehalten werden von irgendwelchen Banditen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, über Stock und über Stein. Das kann doch nur der Bulli sein. Ja, wir müssen Rotschopf finden. Und dann, nachdem wir diese Hauptmission weitergemacht haben, ein bisschen... werde ich wieder schauen, was für Nebenmissionen gibt. Das kann ich allerdings noch nicht ganz genau sagen, weil ich habe da einige Sachen. Interessanter Ort. Einen interessanten Ort habe ich entdeckt. Okay. Weiß ich jetzt nicht, was da so interessant sein soll. Was haben wir da? Da ist auch nichts. Ich könnte Blümchen pflücken. Will ich aber jetzt nicht. Ja, ihr Lieben, da geht's einmal weiter auf der Leiter. Ja, das wird jetzt auch nicht so eine lange Session werden. Shit. Oh mein Gott. Ah! Da haben wir einen Sühnekreuz entdeckt. Okay. Was haben wir da? Lager, da ist es. Ah, oh Gott! Da ist das Lager. Servus, wer bist du? Wortführer der Köhler. Ich muss mit dir reden. Guten Tag. Servus. Ich suche nach Rotschopf. Ich suche Rotschopf. Ein Stallburschen aus Neuhof. Und warum suchst du ihn nicht beim Gestüt? Er war dort. Aber jetzt soll er sich bei irgendwelchen Köhlern verkaufen. Und wo hast du das her? Egal, jedenfalls haben wir hier keinen Rotschopf. Versuch's woanders. Na toll. Leute! Also, wo steckt er? Oder ich suche nach den Übeltätern und du hältst mich auf. Ich habe keine Ahnung, was da... Dann frage ich, also wo steckt er? Wäre normal da. Ich suche nach den Übeltätern und du hältst mich auf. Hör zu, ein furchtbares Unglück hat Neuhof ereilt. Und Herr Ratzig verlangt, dass die Schuldigen gefunden werden. Aber du hältst mich nur auf. Also, wenn dich Herr Ratzig schickt, kannst du dich gleich um die zwei Halunken kümmern, die auch nach dem Jungen gefragt haben. Und weißt du, wo sie sind? Sie können nicht weit sein. Viel mehr weiß ich nicht. Von hier aus sind sie nach Süden. Also könntest du es ja dort versuchen.
Gibt dort viele gute Verstecke. Also soll ich sie aufspüren und umbringen? Nee. Kümmere dich um sie, damit sie hier keinen Ärger machen. Dann sage ich dir, was ich weiß. Oh Gott, Leute! Nein, töte die Banditen! Lüge, sie sind bereits tot. Könnte ich machen, dass... Ich probier's. Wir sind uns schon begegnet. Ist nicht gut für sie ausgegangen. Hat die Pest hier Scheiße. Was willst du damit? Du sagst doch bloß, was ich hören will. Ich glaube nicht, dass du sie getötet hast. Doch. Wenn du willst, kann... Ich wüsste gern, was dein Herr Harnusch dazu sagen würde. Ich glaub dir kein Wort und werde es auch nicht, bis du hier mit Männern von der Garnison anrückst. Gott behüt dich. Na toll. Oh, was soll ich jetzt machen? Entschuldigung, noch einmal, Wortführer der Köhler. Kann ich das wieder gut machen? Ich will mich nicht hinsetzen. Entschuldigung. Ich habe mal gedacht, das funktioniert. Gelobt sei Jesus Christus. Servus. Du weißt etwas über Rotschopf? Kann schon sein. Und wenn du ein bisschen Silber mit mir teilst, teile ich mit dir vielleicht mein Wissen. Was willst du dafür? Ich untersuche ein Verbrechen und du willst feilschen. Ich untersuche ein Verbrechen und feilsche nicht um ein Huhn. Nun, ich bin mir sicher, du hast etwas Silber bei dir. Rück's rüber und wir kommen ins Geschäft. Leute. Also gut, wie viel willst du? Nun gut. An wie viel hast du gedacht? Du hast mich schon einiges an Zeit gekostet. Nun will ich das Doppelte. Das ist eine Menge. Lass mich sehen. Villa, wie viel habe ich eigentlich? 27, oder? Einverstanden? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Leute, 28. Nicht schlecht. Spitz die Ohren. Rotschopf hat zwei Kumpanen, Zwillinge, die ihn versteckt halten und sich um ihn kümmern. Jeden Tag gehen sie zu ihm und bringen ihm Essen. Wohin bringen sie das Essen? Weiß nicht. Bin ihnen nicht gefolgt. Warum auch? Okay, gut, dann werde ich das tun. Mehr weißt du nicht? Das ist alles? Dafür habe ich so viel Silber gezahlt? Hättest du es schon gewusst, würdest du nicht mit mir reden. Also hast du was für dein Geld bekommen, oder? Alles Gute. Ja. So, Leute, wo ist denn der Wortführer der Köhler jetzt schnell? Leute! Brinus? Aber ich kann mit diesem Brinus nicht reden. Na toll. Leute, wie soll ich denn das jemals schaffen, dass ich da weiß, wo der Köhler ist? Was ist das? Köhler-Zwilling. Glück und Gesundheit. Servus. Sag mal, dein Kumpane meinte, ihr hättet Rotschopf. Wo habt ihr Rotschopf versteckt? Ich muss mit ihm reden. Du irrst dich, Bursche. Hier ist niemand, der so genannt wird. Halte mich nicht zum Narren. Einer deiner Freunde sagte mir, du und dein Bruder würdet ihn verstecken. Dann hat er dir Scheiße erzählt. Ich hoffe, du hast ihm kein Geld gegeben. Nun, es lässt sich leicht rausfinden, wer die Wahrheit sagt. Früher oder später wird einer von euch ihm Essen bringen müssen. Und wenn nicht, kommt er vielleicht her, nicht wahr? Den Judas knöpfe ich mir vor. Was willst du? Mich mit Rotschopf unterhalten. Er weiß etwas über den Überfall auf das Gestüt. Und was kümmert dich das? Ich bin mit Herrn Harnuschs Männern hier. Es ist sein Gestüt und er kann so etwas nicht ungestraft lassen. Na gut, wie du willst. Aber zuerst musst du was für mich tun. Das habe ich mir gedacht. Was willst du? Na super. Nun, hier waren Banditen, die sich nach Rotschopf erkundigten. Ich verwette meinen letzten Groschen, dass sie hinter dem Überfall stecken. Werde sie los, dann bringe ich dich zu Rotschopf. Oh Gott, tötete Banditen. Dein Meister hat mir das bereits gesagt. Gut, ich kann irgendwie das, dafür ist keine Zeit. Lügt über den. Dein Meister hat mir das bereits gesagt. Gut, ich erledige das. Gut, ich erledige das. Freut mich zu hören. Schätze, sie sind irgendwo zwischen unserem Lager und dem unserer Nachbarn stromaufwärts. Gibt dann Plätzchen, wo sich früher Wilderer trafen. Ist aber jetzt verlassen. Es gibt dann einen Weg, der geradewegs vom Bach dorthin führt. Hm. Versuch's dort mal. Na gut, dann werde ich dort suchen. Danke. Nein! Oh mein Gott, Leute, wie soll ich denn die jemals finden? Habt ihr irgendeinen Handel oder sowas? Ja, was bist du? Köhler-Zwilling. Hey, schau da mal. Dreckiger Judas,
Aber ich hab nichts getan. Nichts getan, nichts getan. Bastard. Aber ich hab nichts. Wo sie ist? Glück und Gesundheit. Die Banditen sind erledigt. Um die Banditen musst du dir keinen Kopf mehr machen. Dafür habe ich gesorgt. Ach ja? Und das soll ich dir einfach so glauben? Wenn du willst, kann ich dich zu ihnen führen. Ich hätte dir ihre Köpfe bringen sollen. Na gut, ich glaube dir. Rotschop versteckt sich in einer verlassenen Hütte, nicht weit von hier. Nimm die Straße Richtung Uschitze, bis du rechts einen Weg siehst, der an einer Quelle endet. Dort ist ein überwucherter Pfad, der dich direkt zu Rotschop führt. Aber sperr die Augen auf, er ist leicht zu übersehen. Gut, danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Jo. Ja. Finde Rotschop, den verschwundenen Stolz. Leute! So, Leute, ich muss da irgendwo hin. So, ich muss ganz kurz schauen, Leute. Ich brauche da... Oh mein Gott. Oh, ich muss da rüber. Da soll er sein. Aber ich brauche einen Retterschnaps, Leute. Was haben wir da? Finde Rotschop den verschwundenen Stahlburschen aus Neuhof. Tötet die Banditen. Warum muss ich das machen, Leute? Weil da haben wir nämlich B. Finde Rotschop. Also, ich weiß nicht. Da irgendwo sollen die Banditen sein. Ich habe keinen Retterschnaps. So, Thalenberg, vielleicht handeln, dass ich irgendein Neuhof. Kann ich vielleicht irgendwo in Thalenberg handeln? Da gibt's ja nichts, oder? Ratei, ich muss nämlich. Wie viel Geld habe ich? Schau da mal. Also, ich muss mal schauen. 342. Ich kann mir einiges an Retterschnaps kaufen. Und somit, wie spät ist es? Es ist eh schon spät. Ich gehe mal nach... ja, Leute, wisst ihr was? Kurz nach Ratai! Nach Ratai! Da werde ich auf jeden Fall einmal hier zum Marktplatz marschieren. Hallo! Unteres Dorf an Ratai. Schnell reisen. Oh Gott. Ah, da werden mich welche aufhalten, schätze ich mal. Wie immer. Misserfolg. Leute, bitte. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum ich jedes Mal aufgehalten werde. Keine Bewegung. Das geht ganz schnell. Das sei einfach leer. Warte mal kurz. Geh weg da! Komm her, du Feigling! Wie schnell seid ihr bitte? Tod. Leute, ich hab doch keine Chance, echt jetzt. Wehe, ich muss jetzt alles noch einmal machen. Wirklich. Das ist so blöd, dass ich immer aufgehalten werde. Ich hasse das. Ich liebe das Spiel wirklich, aber das stört mich am allermeisten. Die nur immer aufgehalten werde, keine Chance für irgendwas, habe ich. Wortführer, warte mal kurz. Gelobt sei Jesus Christus. Servus. Glaubst du, das war einer von denen? Könnte sein. Kein Grund zur Sorge. Die beiden sind Geschichte. Sie haben also ins Gras gebissen? Endlich können wir befreit aufatmen. Sie sind tot. Also, was wolltest du mir sagen? Rotschop war hier, aber die Jungs haben ihn irgendwo versteckt. Ist jetzt wohl nicht mehr nötig, oder? Er ist nicht mehr in Gefahr. Wir auch nicht. Ja, sehr leise. Ihr seid jetzt sicher. Nun gut, er hält sich in der Nähe versteckt. Ja, weiß ich schon. Finde Rotschop, so. Ich muss die Banditen trotzdem töten, Leute. Warum müssen überall Banditen hausen? Ich versteh's nicht. Ja, genau. Immer wieder, wirklich.
Ich habe doch keine Chance gegen 4, 5 oder 6. Na gut, das waren jetzt 2, aber ich habe trotzdem keine Chance gehabt, weil die so schnell sind. Die rennen so schnell. Ich hätte vorher nach Neuhof sollen. Zwischenstation, damit speichert. Weil jedes Mal in der Stadt speichert es. Passt. Ja, Leute, geschafft. So. Na Gott sei Dank, jetzt habe ich es nach Ratei wenigstens geschafft. Jetzt kann ich ein bisschen Retterschnaps einkaufen, damit ich speichern kann. Es regnet. Ja, es ist doof, Leute. Es lädt. Es ist immer gefährlich, wenn ich reise. Ich bin noch nicht wirklich stark. Und schwertmäßig habe ich nicht viel Chancen. Also ich kann mit Schwert in diesem Spiel einfach nicht umgehen. Ich kann es einfach nicht, Leute. Hä? Hat sie siamesische Zwillinge oder was? Leute! Okay. Na sowas. Sei leise. So, tun wir mal ein bisschen einkaufen. Retterschnaps wird benötigt. Hast du Retterschnaps? Gelobt sei Jesus Christus. Ja, und deinem Herrn. Amen. So, lass uns handeln. Leute! Ich brauche Retterschnaps. Gib mir 2 Retterschnaps her. Boah, 183 für die Retterschnaps-Dinger. Feilschen natürlich, Leute. Das ist zu viel, was der verlangt. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Ja, komm, runter handeln, hey. Zahle 170. Weil du es bist. Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Der hat noch ein bisschen Luft. 175? Einverstanden. Darauf würde ich fast einschlagen. Ja, bitte, das ist auch so ein blöder Händler. Na gut, einverstanden. Gib her. Leute, 2x Retterschnaps. Das habe ich fast kein Geld mehr. 190 hoch habe ich eh noch. Gibt's noch irgendwelche Retterschnäpse? Retterschnäpse hier? Servus! Konrad Hagen, hallo, lass mich reden. Sei leise, ich will handeln. Glück und Gesundheit. Ja, sei doch leise, ich will einfach nur handeln. Mach's gut. Was hast du da alles? Hast du Retterschnaps? 259. Na, das ist doch lächerlich. 129. Aber da falsch ich. Ich meine, ein Retterschnaps, der ist so teuer. Preis. Ja, warum nicht? Leute! 130 Villa. 120. Einverstanden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ja, von mir aus. Ich wusste, wir werden uns einig. Bitte. Ja, jetzt habe ich kein Geld mehr. 3 Retterschnäpse. So, jetzt habe ich 3 Retterschnäpse. Weiter geht's. Leute! Gut, es geht weiter. Und zwar nach... Wohin? Thalenberg? Weil in der Nähe von Thalenberg. Gut, dann muss ich wieder dorthin reiten, dann. So, jetzt werde ich aufgehalten. Aber ich glaube, es hat eh Nö. Ah, Leute. Das Reisen ist immer so gefährlich. Nach Thalenberg muss ich kommen. Zwecks speichern. Ich hoffe, dass da jetzt nichts passiert, Leute. Na bitte. Misserfolg. Ich hasse es. I hate it, Leute. Zeig, woraus du gemacht bist.
Das nennst du kämpfen? Hallo. Hast du weiche Knie bekommen, was? So. Das war's? Was hast denn du drin? Oh, gib die Brezel her. Getrocknete Pilze kannst du auch hergeben. 11,8 Groschen. Und Karotte gib her. Tschüss. Du Vogel. Echt jetzt. Das war eh Gott sei Dank nur einer. Weiter nach Thalberg reisen. Ich hasse es. Wenn es einer ist, ist es nicht so tragisch, Leute. Ja? Aber mehr. So, Thalberg. Gut, wir sind in Thalberg. Somit einmal zwischenspeichern. Und dann geht's weiter. Ich weiß, also Retterschnaps ist wichtig. Ich glaube, das speichert jetzt eh, wenn ich reise. Und wenn ich jetzt verlieren sollte, müsste ich eigentlich dann wieder in Thalberg sein. Niemand. Da ist niemand. Ich gehe nur schlafen. In Thalberg schlafe ich jetzt wieder. So, ihr Lieben, die Folge ist nämlich jetzt aus. Ich werde dann frisch in den Tag starten dann wieder. Es geht nämlich schlafen. Da ist auch ein Bettchen. Das ist toll. So, schlafen und speichern. Gut, Leute. So, und danach geht's weiter. So. 8 Stunden Schlaf, Sattheit, oh Gott. Ich muss was essen. Ich frage mich, was Theresa gerade tut. Ah, Theresa. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Bin ich eingeschlafen während dem Reden, oder was? Ja, ich muss sie besuchen. Oh, ja. Ich muss was machen. Sattheit. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. I'm hungry. Ich bin Ungarer. Hey, Leute. Radeier-Turnier. Ich will kein Turnier. Leute, Spiel gespeichert. Besuche Theresa, Leute. Ich muss Theresa unbedingt ein paar Tage erneut aufsuchen. Hey, was? Habe ich doch gar nicht gemacht. Ich will kein Turnier. Ihr Lieben, so, dann würde ich einmal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter, die dann ja im Normalfall übermorgen wieder sein wird. Dabei ist die Urlaubszeit eh vorbei bei mir, aber ja, bald geht's wieder weiter mit dem Urlaub. Ihr Lieben, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt dran, bis zum nächsten Mal, Game Over, euer Bulli, ciao.